Hallo meine lieben Überlebenskünstler und Wiederaufbaustrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Surviving the Aftermath. Ja, am Ende vom letzten Mal habt ihr ja gesehen, was passieren kann, wenn die Leute alle verdursten. Oh Mann. Aber da muss ich auch ganz ehrlich zugeben, da war die Dürre länger, als jetzt hier gerade eben bei uns gewesen ist. Weil die wollte da irgendwie gar nicht aufhören. Ich habe das danach noch ein bisschen weiterlaufen lassen, nachdem ich die Aufnahme abgebrochen hatte. Und da war am Ende halt wirklich jeder tot. Naja, was soll's. Kann man nichts machen. Auf jeden Fall außer halt jetzt dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert. Ihr seht, wir bauen saumäßig viel auf. Und sind zurzeit zumindest noch fröhlich am Leben. So, Aerio kann jetzt hier für uns weiter fröhlich Sachen hier farmen. Oder Informationen farmen. Aber so richtig, richtig viel kommt dabei nicht rum. Ah, nee. Nicht anpflanzen. Ausschlachten bitte. Das hier kommt weg. Das soll sowas von weg. Wir bauen jetzt hier ein weiteres mittleres Feld hin. Ah. Interessant, die würden das einfach da drüber klatschen. Ist egal, jetzt haben wir ein drittes Feld. Da machen wir dann wieder unsere Kartoffeln rein. Wir haben so viel Plastik. Also um Klamotten brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das ist kein Problem. Oh, das ist übrigens weg. Dass wir da nie eine Meldung bekommen. Ehrlich gesagt ein bisschen ärgerlich. Warte mal, zack, 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 zack. Diese beiden Dinge hier müssen weg. Dann können wir jetzt sie wieder nach Hause schicken. Genau, sie soll sich auch mal kurz mal regenerieren. Unsere kleine Emo-Gothic-Lady. Ja, ich weiß, dass ihr obdachlos seid, Leute, aber wir haben momentan halt einfach wenig Möglichkeiten, das zu ändern. Du gönnst dir noch mal ein bisschen Forschung. Jetzt haben wir wieder über 300. Und das heißt, wir können darüber nachdenken, hier irgendetwas zu machen. Energieproduktion 2. Nein, das auch nicht. Dann gehen wir mal jetzt hier rein. Entweder können wir jetzt hier die alternativen Proteine machen, wo wir eine Insektenfarm machen könnten. Für die postapokalyptischen Gemeinschaften müssen neue und effizientere Proteinquellen gefunden werden. Eine Lösung dieses Problems stellen essbare Insekten dar. Insektenfarmen ähneln in ihrer Funktionsweise den Feldern, aber bieten eine stabilere Nahrungsproduktion. Eine echte Fleischalternative. Finde neue Arten von Insekten, Eiern, um die Erträge noch zu erhöhen. Oder wir machen das Gewächshaus. Stützt die Pflanzen vor Umwelteinflüssen. Selbst bei radioaktivem Niederschlag sind sie funktionsfähig, wodurch sie kontinuierliche Nahrungsproduktion in schwierigen Zeiten sicherstellen. Allerdings sind Gewächshäuser sehr anfällig und können leicht beschädigt werden. Ja, wenn halt irgendwie ein Asteroid drauf donnert oder so, ne? Ach komm, wir nehmen den Ekelpfad. Wir nehmen jetzt hier die Insekten. Alternative Proteine. Das Leben wird schön werden. Insektenfarm, ja. Oh, braucht auch eine Menge an Strom. Und ist verhältnismäßig groß. Ist verhältnismäßig groß. Also wir werden diese Felder trotzdem weiter betreiben. Aber warte mal, jetzt müssen wir erstmal dann doch mal schauen, dass wir hier noch mehr Energie herbekommen. Du machst 14 Energie. Können wir auch mal so eine Windturbine setzen. Warum denn nicht? Die Frage ist bloß, wo wir die hinplanten. Ich mal hier so eine Windturbine hinsetzen. Warum nicht? Oder? Na, hier würde es einfach den Weg zumachen. Das wäre natürlich doof. Ne, mach mal hier so eine Windturbine hin. Und dann können wir nämlich diese Insektenfarm setzen. Wo war es denn? Hallo? Ich denke, hier mit dem Mausrad geht nicht. Man muss wirklich hier draufklicken, damit das hier was wird. So, wo machen wir denn diese geile Insektenfarm hin? Ich freue mich ja jetzt schon so hart darauf, das Zeug zu essen. Wir machen das mal dahin, so am Rande der Gesellschaft. So. Wir müssen übrigens, so wie es aussieht, 2 Leute pro Feld assignen. Ich hoffe, das lohnt sich dann, weil wenn man einfach bloß immer für dieselbe Fläche, ich meine, wir haben de facto dieselbe Fläche wie zuvor, ne?
und dieselbe Anzahl an Arbeitern dann immer nur das gleiche rauskriegt, dann wäre das ein bisschen lame. Dann wäre das ein bisschen lame. Wir nehmen jetzt hier die Kartoffeln. Drei Felderwirtschaft. Nur anders, als es in echt funktioniert. So, die sind wieder dran. Du holst dir noch mal ein paar warme Klamotten raus. Du gehst jetzt hier nach Hause und lieferst jede Menge Metall ab. Huch, warum hängt das? Hilfe. Das hatte ich schon mal. Außerhalb der Aufnahme. Faszinierend. Okay, also Metall haben wir jetzt wirklich genug. Wir müssen jetzt sich jetzt bloß regenerieren. Und Träger haben wir auch genug. 22 Stück. Wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass die Leute demnächst auch mal ein Haus bekommen. Da. Zweigeschossiges Haus. Wobei ich immer noch für diesen Namen irgendwie irritierend finde. Nicht wirklich so, dass da mehr Leute da drin deswegen jetzt wohnen. Bau mal da so ein Haus hin. Einige Leute obdachlos. Machen jetzt hier auch so ein Haus hin. So. Macht ja halt in mehreren Richtungen oder so. Ich habe keine Ahnung, was steht eigentlich drin? Was macht dieses Haus so besonders im Vergleich zu dem hier? Also das ist das alte Haus. Eine kostengünstige Unterkunft für mehrere Kolonisten bietet einen gewissen Schutz gegen Strahlung und Katastrophen. Kolonisten sind weniger geneigt, sich in solchen engen Verhältnissen fortzupflanzen. Das Nonplusultra im Bereich des postapokalyptischen Wohnens. Diese strapazierfähige Unterkunft bietet viel Platz, Schutz und relative Bequemlichkeit. Guter Schutz gegen Strahlung. Die werden ja aus Blei oder wie machen die das? Eigentlich musst du dir schon ordentlich Mühe geben dafür. So ähnlich clever wie neulich in der Radiologie, wo ich beim Röntgen war, also nicht ich, sondern mein Sohn wurde geröntgt und ich durfte nicht mit rein, logischerweise. Und dann hat die vor mir aber die Tür zugemacht, das war eine Holztür, und sagte zu mir, wegen der Strahlung. Und jetzt bin ich ja Biophysiker und dachte mir so, ich habe dann hinterher auch die Ärzte drauf angesprochen, also die wissen schon, dass Holz das nicht abhält. Und dass es eine Bleitür ist, glaube ich ihnen einfach nicht, weil die wäre 20 mal so schwer wie Holz. Naja, mindestens 10 mal so schwer auf jeden Fall, je nachdem wie dick die ist. Oh, ein Bär wurde erspäht. Aber bist du so viel zum Thema Schutz vor Strahlung? Jagdgelegenheit. Eine Gruppe von Kolonisten berichtet dir, dass sie vor nicht einmal einer Stunde einen alten Bären gesehen hat. Das letzte Mal haben wir Nein gesagt, dieses Mal jagen wir ihn. Mal gucken, was passiert. Oh, wir haben ihn erlegt. Die Gruppe kehrt zurück, wobei 5 Leute es kaum schaffen, den massiven Körper des ausgewachsenen Bären zu tragen. Anhand der Wunden ist davon auszugehen, dass er bereits verletzt war. Das Glück war heute mit den Mutigen und wir haben jede Menge Fleisch. Wobei man dazu sagen muss, Bärenfleisch ist etwas, was, also ist typisches Raubtierfleisch, wird garantiert nicht geil schmecken und muss komplett durchgebraten werden, weil ansonsten fängst du dir echt den Tod ein und das meine ich ernst. Hast nämlich irgendwelche... Oh Gott, wir brauchen dafür diese komischen Teile. Ich habe noch keine Werkstatt errichtet. Können wir, glaube ich, schon seit einer gewissen Zeit bauen, oder? Ich dachte, wir können die Werkstatt bauen. Genau, die Werkstatt haben wir nie errichtet. Sollten wir mal ändern. Dann bauen wir die doch jetzt mal. Absolut notwendig, sonst haben wir nämlich keine Teile. Wie konnte mir das entgehen? Naja, wir haben gerade eben genügend Material. Also normale Materialien. Hier gibt es jetzt wieder nichts mehr zu forschen. Wie kann man da reingucken gehen, wenn sie gerade eben schon hier ist? Ah, da gibt es noch mehr Komponenten. Schön. Freuen wir uns, wenn wir sie irgendwann mal haben. Die Nahrung geht übrigens hart zur Neige. Das ist krass. Wir haben so viele Leute, dass die Nahrung jetzt halt echt runtergeht, ne? Ich kann nur hoffen, dass jetzt hier die Felder das irgendwann mal ausgleichen. Und natürlich die epische Insektenfarm. Wuppdidu, die Insektenfarm. Da freuen wir uns ja alle her total drauf. Sie holt jetzt wirklich so nach und nach alles raus, was geht. So, die Häuser werden gebaut. Boah, ist da viel Holz vonnöten. Jeweils 45 Holz. Genau deswegen glaube ich auch nicht, dass es den Strahlungsschutz bieten könnte in echt. Ich
glaube es einfach nicht. So, das hier wird gebaut. Strom haben wir ja auf Lager 2000. Also das Ding wird wahrscheinlich, die Werkstatt wird Strom fressen. Aber sie wird eine Weile laufen, ohne dass wir sie jetzt hier großartig... also ohne dass sie großartig ausfallen wird. Moment, er ist wieder am Schlüssel. Gaute fröhlich weiter. Vergessen mal Dörrfleisch. Hm, nice. So, die Häuser sind fertig. Können wir uns gerade mal anschauen. Die sehen ja beinahe vertrauenswürdig aus. Kann man ja wirklich davon sprechen. Das ist doch ein kleines Planschbecken. Ein bisschen Variation würde ich mir wünschen, dass da verschiedene Arten von Häusern desselben Typus existieren würden. So, das Ding ist ja fertig. Soll jetzt hier aus dem Schrott, von dem wir nicht mal wissen, wo der ist. Naja, werden wir rauskriegen. Werden wir hoffentlich rauskriegen, wo der Schrott ist. So, was kann sie nochmal besonders gut? Forschung holen. Jetzt gibt es hier gerade eben nicht so viel Forschung zu holen. Hier unten kann man noch eine ganze Menge aufdecken. Aber ich denke, wir gehen tendenziell erstmal nach Ost und West und Nord gerade eben. Süden nicht so wirklich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Na Leute, das sein. Bis jetzt tut das Ding... Ah, jetzt hat es Schrott. Und fängt an, Teile zu bauen. Wir beobachten das Ganze jetzt einfach, ne? Ja, du kannst jetzt hier ein bisschen was in diesen Komponenten holen. Können wir alle brauchen. Mit der Zeit. Das Zeug wächst so schnell. Also diese Kombination ist, glaube ich, sehr, sehr gut. So mittelschnell, mittlerer Ertrag, schnell, hoher Ertrag, langsam hoher Ertrag. Minus 20. Machen wir jetzt minus 20, wie kann das sein? Das macht doch 12. Macht 12. Ach so, der Dude ist jetzt auch fertig. Mmh, Ertrag niedrig, aber schnelle Wachstumsrate. Ah, Heuschrecken und Mehlwürmer. Ganz im Ernst, aus irgendeinem Grund kann ich mir eher vorstellen, Mehlwürmer zu essen als sowas. Mehlwürmer sind Larven von Käfern. Sie wachsen mit niedriger Geschwindigkeit und liefern einen schönen Ertrag. Grillen treten häufig auf und sind nahrhaft, essbare Insekten. Sie wachsen schnell, bieten aber einen mittelmäßigen Ertrag. Komisch, der Text stimmt nicht mit dem überein, was drunter steht. Wir nehmen mal die Heuschrecken. So, dann seid ihr wieder am Start. Ich will mal überlegen, was passiert, wenn wir die da aus... Oh Gott, die haben Verteidigung 5. Verteidigung 5. Da kommt man nicht durch. Das ist echt doof. Da brauchen wir unsere Lady Carol. Oh. Die ist auch wieder dran. Hier holen sie die restlichen Klamotten. So. Passt. Wir auch noch mal jemand assignen. Ja, Leute haben wir ja genug. Also seht zu, dass wir auf einer Insektenfarm arbeiten. Ja, es gibt einen Grund, warum ich in der Zoologie damals, warum ich nicht in die Zoologie gegangen bin. Es gibt einfach Grenzen des Spaßes, auch als Biologe. Durch den Insekten arbeiten? Gerne. Sie essen? Naja, muss man jetzt nicht unbedingt. So, jetzt sind die Leute nicht mehr obdachlos, ne? Kein Bannet. So, wer ist jetzt hier schon wieder dran? Er ist schon wieder dran. Jetzt haben wir hier alles erforscht, was hier quasi in unserer näheren Umgebung ist, bis auf das da. Boah, sind da viele Schufte, ey. Unfassbar. Und jemand ist am Tor. Die Apothekerin schon wieder. Ja, ja, eine ältere Frau mit weißen Haaren. Ja, ja, genau. Ich bekomme für 4 Kleidung 10 Antibiotika. Ganz im Ernst, das machen wir. Finde ich gut. Ja, hoffentlich müsste ich es nicht gleich auf einmal ausgeben. Ja, ja, passt schon. Finde ich aber okay. Die Medikamente haben wir jetzt hier verwendet, obwohl wir sie eigentlich gerade eben kaum brauchen.
Bin mal gespannt, wie lange das dauert. Ah, sie werden jetzt angepflanzt. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt wirklich fachmännisch so nennt. Wir pflanzen Grillen an. Also man legt im Grunde die Eier aus, so würde ich das sagen. Ja, da kommen wir halt auch nicht rein, ne? Nee. Wir gucken, was da drüben noch machbar ist. Dann kehren wir irgendwann zurück. Unser Tor übrigens immer noch so episch, ne? Endet einfach hier. Danach ist dieser riesige Zaun da. Es ist ein Symbol! Ein Symbol einer Grenze, die wir nicht haben. So, dann... Farm ist wie einfach alles zusammen hier, ne? Können wir später nochmal alles holen. Wie viel haben wir schon hergestellt? Eine. Ich finde es immer noch komisch, dass wir das nicht sehen können. Wir können... Energieknappheit! Oh my goodness! Ja, irgendwas... Es ist halt das eine ausgefallen, was doof ist. Eventuell muss ich einfach mal den Strom dann quasi umlagern. So, wir sind jetzt hier fertig. Du kannst jetzt hier gucken, was da so ist. Cool. Die da oben dürften besiegbar sein, obwohl die echt zuzimmern werden. Wir versuchen das. Du bist doch gar nicht busy. Dieses Rumgenöle. Ich denke, wir stellen mal das da ganz kurz mal ein. Und kann das jetzt hier Fahrt aufnehmen. Und die Insekten schalte ich auch kurz mal ab. Das ist wichtiger. Dann kriegen wir nämlich das zweite hier an den Start. Werden die jetzt schon, die werden jetzt hier schon hergebracht, genau. Wir haben das Wichtigste an atomarem Müll jetzt eigentlich hier schon um unsere Wohnanlage schon herum abgebaut. Deswegen mache ich mir da gerade eben relativ wenig Sorgen. Ich muss gleich nochmal gucken, ob wir nochmal irgendwo Plastik herbekommen. Er kann, ist das hier noch was spähen? Ja, diese Banditen halt überhaupt nicht die Umgebung kontrollieren, ist halt auch irgendwie grotesk. Nee, Fasern, stimmt. Plastik haben wir ja genug. Fasern fehlen uns. Die werden ja mit abgebaut. Warte mal, wo bauen wir eigentlich gerade eben hier? Nee, nicht Sägewerk. Der Recycler. Da ist noch so viel drin, ey. Wahnsinn. Also das müssen sie echt noch ändern, dass man halt sehen kann, wie viel Schrott man halt tatsächlich hat, ne? So ist das irgendwie eine ganz, ganz komische Angelegenheit. Unser Essen geht zur Neige. Wir haben noch 92 Kombimale. Kein Gemüse mehr. Eieiei. Jetzt los, Ertrag. Warum ist der Ertrag jetzt rot? Warum ist der rot? Sehe ich nicht. Mach hier weiter, gut. Also ich verstehe nicht, warum der Ertrag hier rot ist. Nichts, was mir das erklärt, weil bei allen anderen ist es nicht. Das hier wurde jetzt eh gleich geerntet, dann haben wir dann saumäßig viel Zeug. Jede Menge Sojabohnen. Könnt ihr auf so 190 bis 200 hinauslaufen. Auch schon wieder abgebaut. Wahnsinn. Hier sind noch zwei Betonruinen. Sie ist es wieder. Also sie kann das danach machen. Dann kümmerst du dich mal um etwas, was weiter weg ist. Essen. Praktisch. Wir gucken einfach mal, ob wir den hier auf die Plauze hauen können. Wenn nicht, dann gehen wir halt weiter. Da gäbe es hier noch ein bisschen Forschung. Warte mal, die wären sogar leichter zu bekämpfen. Oder machen wir doch die zuerst.
So, warte mal, wir hatten doch hier noch ein zweites Feld. Genau, hier geht es nämlich auch schon nicht mehr weiter. Hier haben wir dieses Doppelsystem. Warte mal, man könnte das sogar als Dreifachsystem aufbauen. Moment, Moment, Moment. Ich ändere das hier nochmal gerade eben mal. Die Arbeitszone. Mal ein bisschen größer, dann sind nämlich alle drei hier drin. So, weiter geht's. Bekommen wir dann noch an mehr Beton? Ich verstehe immer noch nicht, warum das rot ist. Es wird nicht mehr angebaut. Es verdoppelt irgendwie, kann das sein? Ernsthaft jetzt. Irgendwas stimmt da nicht. Wird mir aber auch nicht erklärt. Ich sehe bloß, dass diese Ähren irgendwie komisch aussehen. Jetzt erkenne ich auf die Distanz nicht, ob wir jetzt hier Mutterkornpilz haben, was total tödlich wäre. Aber stell dir mal vor, das wäre noch in diesem Spiel mit drin. Wie gut ist der im Plündern? Der ist gut im Plündern. Na komm, der holt sich gleich mal alles davon. Gesamte Unterhaltungs- und Software hier. Cool. Leer geplündert. Passt. Dafür ist der Typ gut. Vorrat an Nahrung neigt sich dem Ende zu. Ja, wir arbeiten daran, dass das Problem sich hier lösen lässt. Dürften nämlich jetzt hier demnächst noch ein bisschen mehr an Nahrung es hier haben. Fangen nämlich jetzt an, jetzt hier abzubauen. Das heißt, dass auch hier die Küche wieder ordentlich Nahrung produzieren wird. So, du bist wieder dran. Kannst jetzt hier das hier dir näher anschauen. Da gibt es noch mehr Unterhaltungssoftware. Und jemand wartet am Tor. Die Apothekerin schon wieder. Sag mal, die hat aber auch einen Klamottenbedarf. Nee, ich finde es eigentlich gerade eben ganz gut so. Das Verhältnis ist gleich. Falls eine Katastrophe kommt, ist das super. Wir machen keinen Handel mit ihr. Oh, hier gibt es nichts mehr abzubauen. Wir verlagern die Arbeitszone. Ich würde sagen, mal hier rein. Dürfte hier schnell abgeholzt werden. Uns fehlen hier noch, oh, immer noch ein Haufen von dem Zeug. Hazel hat sich infiziert. Ja, aber das passiert ja alles von alleine. Geheile. So, du holst jetzt noch mal ein paar Komponenten. Noch haben wir Nahrung. Es wäre nur gut, wenn jetzt endlich mal jemand hier ernten würde. Sie ernten jetzt endlich. Na also. Es wird geerntet. Die Nahrungssituation ist angespannt. Obwohl wir offiziell von der Produktion her locker drüber sein dürften. Na komm, du holst dich auch mal hier die Nahrung kurz mal. Das werden wir komplett ausschlachten, das System hier. So, warte mal. Nee, wir gehen, ich würde erstmal die Forschung hier holen. Den müssen wir sowieso erstmal grundsätzlich besiegen. Was jetzt nicht so viel Sinn macht. Insgesamt macht aber auch hier die Darstellung keinen Sinn. Ne? Angeblich hatte 12-0 und dann, wenn man den angreift, hat er plötzlich 2 in der Verteidigung. Das ist unnötig verwirrend, wie ich finde. Oh, dauert echt lang, diesen Kram zu bauen. Haben jetzt schon alle verbraucht oder was? Kann es ja wohl nicht sein. Okay, ich sehe schon, dass diese kleinen Schrauben anscheinend das Wertvollste ist, was es gibt. Das ist wertvoller als Gold. Kommt mir zumindest so vor. Und bis jetzt haben wir auch noch keinen Ort gefunden, wo wir die so finden könnten, ne? Was findet er denn jetzt hier noch so? Also Komponenten finden wir ohne Ende, aber diese komischen Teile sind wertvoller als Gold. Das Wertvollste, was es gibt. Ah, jetzt produzieren sie wieder, okay. Hier sind noch 5 Stück daraus, um eins herzustellen. Wow. Sollte man sich echt genau überlegen, was man damit macht. Und sie stimmt mir zu. Noch mehr vom selben. Krasse Nummer.
So, wird immer mehr Nahrung. Ich habe keine Ahnung, warum das rot ist. Find's aber ehrlich gesagt doof. Warum ist das rot? So, sie ist wieder dran. Holt jetzt hier die restlichen Komponenten. Nachdem wir das letzte Mal Leute abgewiesen haben oder vergessen haben reinzulassen, hat sich anscheinend rumgesprochen. Keiner hat sich mehr getraut, uns zu fragen, ob es uns rein darf. Oh Mann, wie düster. Fühl mich immer noch schlecht deswegen. So, komm schon, ja. Gleich haben wir noch mal eins. Vorher geben wir jetzt allerdings den hier auf die Mütze. Diese Animation, ey. Und gewonnen. Warum steht das hier Angriff? Nein, du greifst da bestimmt nicht an. Du farmst da jetzt raus. So, und jetzt haben wir jetzt wieder eine Möglichkeit, hier ordentlich an Forschungspunkte zu kommen. Wie viel sind da drin? 380, ja, das ist doch gut. So, wieder eins gebaut. Jetzt sind wir schon immerhin bei 4. Es könnten 5 sein, wenn das eine dahin geliefert werden würde. Mein Gott. So, Küche. Immer noch hart am Start hier, ne? Man könnte das Gesamte ja auch noch mal irgendwann mal umbauen. Das Ganze noch mal ein bisschen schöner zu gestalten. Wenn man denn wollte. Kommt. Dann dreimal für ihn jetzt hier rumfarmen oder guckt sich erstmal um, was wirklich wichtig ist. Die Komponenten haben wir eigentlich gerade eben zuhauf. Wir haben eine Menge Komponenten. Ihr könnt mal wieder weitermachen. Das hier wegarbeiten. Wir haben gerade eben wieder mal ein bisschen Strom am Start, wie ihr seht. Jetzt sind es hier wieder 5. Und die arbeiten hier auch wieder. Und die Kolonisten wollen reden. Hans der Tonnen. 2 Kolonisten kommen mit einem Funkel in den Augen auf dich zu. Eine alte Mülldeponie wurde ganz... Ach so, die Mülldeponie. Ja, wir haben dieses Mal nicht genug Werkzeug. Ja, ich schicke sie einfach trotzdem hin. Cool, die haben sich infiziert dadurch. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Jetzt haben wir mal gesehen, was passiert, wenn man die Leute da hinschickt, obwohl sie nicht die Ausrüstung haben. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr viel größer, dass dann was Negatives passiert. Das ist, glaube ich, kein Garant, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach da. Gut, liebe Leute, dann würde ich aber mal sagen, wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Ihr seht, wir haben jetzt hier wieder einiges an Nahrung, aber wir brauchen mehr. Wir müssen das alles hier deutlich effizienter gestalten. Vor allem mein komisches Dingensfeld hier, also mein Weizenfeld, macht mir Sorgen und zwar nicht zu knapp. Huch. Warum wird mir da noch was angezeigt, wenn da nichts mehr drin ist? Muss man hoffentlich nicht verstehen. Ich schicke sie jetzt auf jeden Fall erstmal wieder nach Hause und euch ebenfalls. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi und Ade.